Kommt euch bestimmt irgendwie bekannt vor. So ein bisschen. Teile meines Stream-Intros. Ich habe da eine Menge draus genommen. Oh ja. Oh yes. Oh, eigentlich stand ich so kurz davor, dieses Spiel hier auf Platin zu haben, aber dann, ja, kam die Tatsache, dass man da online spielen muss und online ist dieses Spiel absolut tot. Story kann man auch nicht wirklich Story nennen. Mein... Du kannst die ganzen Parts durchspielen, aber es werden einfach nur mit ein bisschen Text zusammengehalten. Ist also nicht so doll. Deswegen würde ich sagen, ich mache einfach ein paar CPU-Fights. Und ihr könnt einfach sagen, wen ihr sehen wollt. Ich habe auch leider nicht alle Charaktere freigeschalten. Das ist noch nerviger, weil Charaktere freischalten in diesem Spiel ist ein absoluter Ätz. Sagen wir es mal so. Aber man hat halt trotzdem eine gute Auswahl. Wir haben halt Jonathan, den Joseph, den Jotaro, den Josuke. Wir haben Baguette Man, Jolene. Wir haben Johnny. Wir haben aber auch Jiro, Hermes, Bruno, Okuyasu. Oh Gott, Okuyasu, ey, der Typ, ne? Ja, wir haben Kakyoin. Wir haben Caesar. Wir haben Zeppeli. Wir haben ein Dio. Wir haben hier noch einen anderen Dio. Wir haben AC/DC, der eigentlich AC/DC heißen soll. Es gibt DLC, soweit ich weiß. Wir haben Wamu, wir haben auch Cars. Wir haben Jean-Pierre Eiffel, weil Polnareff, ne, you know. Mohamed Afdol, Whole Horse, Rohan, Koichi. Wir haben Guido, Akira. Wir haben den Dude. Leider haben wir nicht Yoshikage Kira, was im Grunde genau seine Originalform ist. Ich glaube, die muss man noch freischalten. Leider. Wir haben Diavolo. Die hier. Wir haben Pucci. Und wir haben natürlich noch hier Valentine. Und noch Captain Iglo. Was wollt ihr sehen? Gönnt euch. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, also ich weiß sowieso nicht mehr so richtig, wie es funktioniert. To be brutally honest, ich habe null Ahnung mehr, wie das Spiel richtig funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, es war ein 2D-Fighter. Ich sag Dio. Ja gut, Dio. Dio klingt gut für den Anfang. Für den Anfang klingt Dio sogar richtig gut, bin ich voll down für. Einfach mal wieder ein Spiel. Ja, Avdol, okay, Avdol mache ich mir auch noch. Ja, die überteuerten DLC. Ich kaufe mir generell kaum DLCs, einfach weil es mal. Yoshikage Kira's DLC, what? Bullshit. Gegen Josuke? Komm mal. Und wir kämpfen mal. Ach komm, im Kira-Anwesen. Ich muss jetzt eh erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Das Problem ist halt, Eyes of Heaven ist halt komplett anders. Im Blatt ist die jetzt wie die andere Wahl vom Roster. Wie dumm! Alter! Seven! Doch, dieser Teil hat Online-Trophäen. Leider. So, wie war das noch? Das war der. Alter, jetzt muss er erstmal wieder. Das war der. Warte mal, gib mir mal kurz die Befehlsliste. Ich muss gerade mal wieder gucken. Genau. Do
Das war jetzt immer die Tastenbelegung, scheiße. Okay, schnell, das ist heavy. Ah, ja, kein Wunder. Mudada! So, jetzt aber. There we go! Lässt du das jetzt wohl mal? Wie war Taunton? Ja, genau. Taunton war in diesem Spiel sogar tatsächlich wichtig, weil es einfach die gegnerische Health, ne, nicht die Health, sondern die Special-Leiste senkt. Das ist sich voll dumm. Ah! Weggeschlitzt von seinem Vater. Ah, nein. Shit. Savardo. Ganz vergessen, das Game hat Auto-Kombos. Okay, das war Grab. Ich muss mir jetzt auch daran gewöhnen, dass ich jetzt hier ein Game habe, wo ich tatsächlich lenken muss zum Blocken und nicht wie in Soul Calibur gerade eine Block-Taste habe. Okay, ich habe eh nicht genug Meter, von daher... Oh, stimmt, das war das. Mein Gott. Nein. Um Himmels Willen. Genau, das war das. Erstmal sagen, wie scheiße er ist. Sag mal. Scheiße oder so. Na, komm. Sag mal. Stopp. Stopp das. Fucking Dickhead. Wie kannst du es wagen? Ich bin Dio. Gib dir einfach den Muda Muda, was hast du da denn zu? Hi! Halt, wie ist mein... Yes! Ja, got him! Nein, das ist nicht der! Fuck! Ah, fuck it. Ich wollte doch den Rotorola da. I'm dead, right? I just fucking lost.
Oh mein Gott, ich hab so lange hier nicht mehr, ne? Das Spiel ist anders. Trotzdem liebe ich's. Ja gut, nehmen wir mal wen anders. Ich meine, ich habe sowieso immer nicht wirklich mit Stand-Characters gespielt, außer Avdol. Avdol ist so eine Sache. Kann es sein, dass du das verwechselt? Ich habe nämlich auch Trophäenliste. Ich kann nochmal nachgucken. Ich meine, da gab es eine Online-Trophäe, wo ich keinen Bock drauf hatte. Irgendwas war da. Sekunde. Let's find out. Galeriegegenstände ist nicht das Problem. Todesstöße. Das Problem ist, hier kann ich ja noch nicht sehen, was die versteckten Dinger. Ne, warte mal, das waren. Hä? Gab es nicht. Ich hätte. Leute, ich hätte schwören können. Ich könnte schwören, es gab eine. Eine Dings. Eine Online-Trophäe hier. Haben sie die rausgenommen? Weil das hier sind alles storyrelevante Sachen. Da muss man einfach gewisse Finisher machen. Lol. Gut, dann mache ich mir demnächst hier All-Star Battle auf Platine, wenn das der Fall ist, ne? Ich meine, Jesus Christ. Ich bin ja nicht wählerisch. So, wen wollt ihr noch sehen? Was wollt ihr sonst noch? Mal eben hatte ich doch was gelesen. Warte mal. Jonathan, please. The Jonathan. Okay, Jonathan, damit kann ich dienen. Ich dachte, es wäre eine Online-Treffer, aber ich dachte, dann war es Joey. Gegen Jolene? Okay. Clash of Generations. Stand-User versus Harmon-User. Caesar! Ist halt wirklich so. Es ist witzig, weil er stirbt. Spielt man allerdings Galerieinhalt und Kostüme vor? Ja, das. Aua. Stimmt, man konnte so side-dodgen, genau. Na, komm! Meine Güte, lass mich doch wenigstens mal irgendwas machen. Du Bitch. Zume Bunchy! Oh Gott. Das Spiel ist klobiger, als ich es in Erinnerung habe. Das hast du davon, wenn du Eyes of Heaven spielst, was vom Gameplay her einfach um einiges angenehmer ist. Alter. Jonathan, ne, weißt du? Jonathan ist aber auch ein bisschen. Oh, come on! Halt doch mal still hier! Söme Banshee!
Nö. Das Geile an halt an Harmon-Usern ist, sie können einfach mal hier Energie selbst chargen. Einfach mal durchatmen. So, wie war dein... Jetzt muss ich wissen, was hier wieder G ist. Ey, sag mal... L2, okay. Oh, wirklich? Spielverderber. Oh, that's a low. Come on, ich will wenigstens in die dritte Runde. Oh, nee. Was ist das für ein ewig langer Counter? Geht doch. Zöme Punchy! Got it! Bitch. Lass mich halt in Ruhe atmen, ja? Jetzt komm schon. Halt doch mal. Hör doch mal einmal auf, rum zu zappeln, ja? Nö, nö. Schieb dir deinen Faden sonst wohin. Gut. That's what you get. Was? Das war ja mal instant. Come on! Ja! Gotcha! Oh, come on! Nein! Das kann doch nicht sein! Oh, come on, ich krieg den Sieg für Style. Ich krieg Sieg für Style. Fuck you. Und ich will doch kein Rematch, Mensch. Na, komm. Ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Alle, beide Matches waren bislang so ultra knapp. Komm, ich nimm mal hier Mr. Nicht-Yoshikage Kira. Jetzt entscheide ich einmal. Ach komm. Ich wollte Mr. Heaven's Door schon immer mal. Ne? Das sind alles geile Stages leider. Die Stages sehen hier generell voll geil aus. Ich mag das Game auch. Es ist nur. Das Spiel ist halt tot. Also, ne?
Online spielt es keiner mehr und offline hat es jetzt nur nicht so viel zu bieten. Es ist ja klar, für einen JoJo-Fan ist es ein kleines Must-Have, weil es einfach von Insidern einfach nur so überläuft. Killer Queen. Ich habe ihn nie gespielt damals, weil ich ihn damals noch nicht gekannt habe. Killer Queen. Killer Queen. Lol, ich nehme selber Schaden dadurch. Sag mal kurz gucken, ich weiß nicht. So einer. Alter. Hat er gerade, während er in der Combo war, okay, wie geht mein Mega Finisher? Genau dasselbe, ins Gras beißen. Boah, das ist mir jetzt auch scheißegal, wenn ich jetzt verliere, ne? Beizer, das du. Alter, der hat's aber auch mit seinen Grabs, ne? Kann ich auch. LOL. Kann ich ihn jetzt echt nicht angreifen? Ich hab das Gefühl, ich kann echt nicht angreifen jetzt. Jetzt kann ich wieder. Eben lief das besser. Fass mich nicht an, ja? Ach. Das Spiel ist echt ziemlich trashy, aber muss halt für jeden JoJo-Fan. Ergo, mich. Sag mal, Alter. Fuck. Alter, der kriegt mich immer damit. Safety Lock.
Sag mal. Ich kann echt nicht angreifen. Jetzt kann ich wieder. Der packt echt einen Safety-Lock auf ein. Killer Queen. Hier, hab eine Kinderbombe. Nee, diesmal nicht, dude. Not again. Ich hab dich doch angetatscht, Junge. I just grabbed his stand. Alter, ich hab einfach seinen Stand gepackt. Ja, die haben beide das echt übersetzt. Also, sie haben alles übersetzt. Kannst du jetzt keine Mangas mehr zeichnen, oder was? Oh, Mann. Ich will doch nicht immer ein Rematch, Mensch. Yes, yes, yes. So. Ja, Referenzen aus Copyright-Gründen. Meistens ist das leider der Grund. Wen wollt ihr sonst noch sehen? Ich wäre ja voll down für Whole Horse, weil der hat einen richtig geilen Finisher, sofern ich den hinkriege. Ich hab eine Idee, warte mal. Okay, warte mal, Jotaro machen wir als nächstes, aber erstmal möchte ich euch hier, ne? Jean-Pierre Polnareff. Whole Horse gegen Wamuu? Ich meine, das hier ist ja jetzt ja wesentlich noch ein bisschen kennen. Ich bin aber ehrlich gesagt neidisch auf Holz Hut. Ja, er hat nämlich Hangman dabei, das ist so cool. Dann sticht er mich ab. Komm mal her. Whole Horse war ja auch in dem PS1-Game war das, glaube ich. Komm noch mal her, wenn du dich so leicht greifen lässt, ne? Da war er ja auch schon. Und da war er angeblich total broken. Alter, chill mal. Zack. Na du. Au. Guck dir meine Boys an. Oh,
Alter, jetzt kann ich meinen Move nicht mehr machen, weil er mich weggetauntet hat, der Penner. Okay, jetzt willst du es wissen. Gotcha. Zack! Ei, Eiche! Time for a comeback. Oh. Die Grab-Reichweite einfach. Oh fuck. Yes! Stimmt, die Specials kosten ja nur 2. Totally forgot about this one. Ich gehe mal davon aus, dass die 3 kosten. Und ich will nicht immer nochmal. Mensch, Alter. So. Okay, Jotaro wird sich gewünscht. Gegen. Gegen Wamu. Das wäre ja mal das. Wamu wurde sich eben gerade mal als Gegner gewünscht. Na, gehen wir mal hier. Geben wir Wamu mal ein bisschen Home Advantage. The Emperor ist an sich schlicht und ergreifend eine Knarre. Da muss man nicht viel zu sagen, aber es ist irgendwo trotzdem cool. Oder, oder. Oder. Yo, hi, Wamu. Na? Sonst alles okay? Hier, hab ein paar Fäuste. Weggekutscht. Oder? Aber ich liebe halt den Artstyle auch von diesem Spiel. Nee, es liegt halt einfach am Artstyle, dass das Ganze ein bisschen weird aussieht auch. Ich konnte doch auch irgendwie... Genau. Vor allem sitzt Carstar im Hintergrund einfach und schilt sich ein. Ich glaube, der saß da hinten einfach und hat sich eingechillt. Demotor! Na, komm, wie ging denn der nochmal? So ging der. Alter, Wamu, wie er sogar läuft.
Savardo! Das ist so cool. Stimmt, man hört Kars sogar, man hört ihn sogar im Hintergrund. So weit geht das hier. K.O. Verpiss. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Fuck it, ja. Was? Okay, warte mal. Wen können wir denn noch? Beziehungsweise, wen würdet ihr noch sehen wollen? Das Schlimmste ja, zu Anfang fängst du wirklich nur mit den beiden Reihen hier an. Das hier unten, das schaltest du erst dann frei, wenn du die Story durchspielst. Avdol? Avdol bin ich voll für. Komm, Feuer gegen Feuer. Kars gegen Giorno. Okay, das ist auch eine Idee. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber Avdol habe ich damals immer schon gern gespielt. Auch wenn seine Haare, ich finde, sie sehen immer noch super merkwürdig aus. Einfach als jetzt eine verbrannte Tüte Pommes dahingestellt. Retto Bindo! Yes, I am. Ach shit. Das ist immer das Nervige, der Stand geht immer halt ziemlich schnell weg manchmal. Fuck. Ow. Super combo finish. Nächster Kumpel. Burn. Sick burn. Wow. Ja, ich war irgendwie stimmt. Magician's Red sieht irgendwie aus, als hätte er eine blaue Hose. Also so eine blaue Jeans an.
Das kann ja einfach so heulen. Dass das getroffen hat. Na, ACDC ist echt. Mocht ihn damals schon nicht. Ja, ich weiß, deutsche Übersetzung ist, ja, Dinge, damit man leben muss. Eyes of Heaven hatte das ja, soweit ich weiß, jetzt nicht. So, gegen Giorno. Mutter, Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter auf Toast. Oh, warte mal, wie hat Cars nochmal funktioniert? Mit dem konnte man ja auch in so einen übertriebenen Mega-Modus wechseln später. But I forgot. I totally forget it. Okay, so ging das nicht. Moment. Lichtmod. Ah, genau, das war das. Kars war so eine ganz besondere, ne, so eine ganz besondere Schneeflocke. Das hat mit Cars irgendwie nie Energie. Das ist super nervig. Weil alles, was er macht, kostet dich irgendwie Meter. Voll nervig. Ja. Komm mal her und sabbel nicht so viel. Kannst du dich auch auf den Baum setzen, bringt ja auch nichts. Warte mal. Ah, okay, das ist sogar tatsächlich das. Wer spackt denn da die ganze Zeit so ab? Meine Güte, bleib doch mal mit deinen Füßen auf dem Boden, Jung. Mann, hast du irgendwie Ameisen in der Hose oder was? Ja, jetzt willst du es aber. Now you're getting it. Natürlich lässt du mich nicht. Why would you? Why would you? Du Baguette-Ficker. Okay, block everything. Alter.
Meine Güte, Jungchen. Zack. Alter, und wie schnell das runtergeht. Dafür, dass es so gut wie fast gar nichts bringt. Geil. Alter, Chaos ist mal richtig, ne? Oh nee. Yes! War überhaupt nicht knapp. Fucking Cars. Ultimativer Mega-Dildo. Oh, ich muss mal was trinken. Oh, come on. Ein Match, was ich mir schon ewig wünsche. Gegen Pupsi. Einfach den Jungen einfach mit einer Tommy Gun abballern. Den Jungen einfach mit einer Tommy Gun niederschießen. My biggest dream. Ich meine, guckt euch ihn an. Guckt euch fett und flauschig an. Dieser Pupsi, ne? Soft and wet. Nackt und flauschig. Du mit deinen verkackten Blasen, ey! Ups. How dare you? How fucking dare you? Handkanten slap. Fucking bubbles. Das hat so nicht funktioniert. Dankeschön. Babo. Junge,
Schieb dir deine fucking Bubbles sonst wohin. Du kleiner. Ne, belangloser. Pimmelkopf. Halt die einfach so mit einer Tommy Gun drauf, hab ich auch kein Problem. Okay, Junge. Fucking shoot this kid with a Tommy gun. Okay. He just fucking smacked his head with a fucking brick. Alter. Ich hab einfach einen Schädel mit einem fucking Ziegelstein eingeschlagen. Oh boy. Oh boy. Komm, ich möchte aber wenigstens noch, bevor wir hier wieder wechseln, weil so traurig es auch klingt, aber mehr hat das Spiel leider nicht zu bieten. Ich möchte euch wenigstens noch den Rotorola da zeigen. Ohne lasse ich euch hier nicht, lasse ich uns hier nicht weitermachen. Okay, Pupsi. Ich glaube, Pupsi ist shit. Ohne den guten alten Rotorola da, lasse ich euch hier nicht gehen. So viel ist man sicher. Ich muss mir leider erstmal irgendwie einen Eiskaffee oder so holen. Irgendwie was an Kaffee. Das ist so cool. Warte mal. Ach, das geht gar nicht. Warte mal. So ging das, ja. Aber ich kann dann nicht den anderen machen. Schade. Ich kann also nur dreimal das machen. Ist aber auch schon irgendwie cool. Es ist schön. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Man kann es ihm natürlich auch direkt ins Gesicht schmeißen. Das ist ein bisschen was. Ja, die Dampfwalze kannst du... warte mal, muss mal gucken, ob man die während Zavardo einsetzen kann. Ich glaube aber nicht. Aber er macht es ja an sich schon. Sekunde mal. Aber man kann ja mal ausprobieren. Oh, geht doch. Das heißt, jetzt machen wir Zavardo. Alter, wir halten die Zeit doppelt an. Doppelt hält besser. Oh, no shit. In Eyes of Heaven gibt's den, den Move gar nicht. Ich war so pieft, als ich das rausgefunden habe.
I was so fucking peeved. Ich muss ein bisschen Zeug kaufen, aber... No. Nee, warte mal. Weil jetzt bin ich jetzt schon verleitet irgendwie, ne? Jetzt bin ich schon fast irgendwie verleitet, den Scheiß doch auf Platin zu machen. Auch wenn man dafür echt Alter, dafür müsste ich echt einiges an Geld grinden. Oh boy, dafür muss ich einiges an Geld grinden. Da, holy shit, alles kostet 500. Ja, teurer Spaß. Um JoJo's Bizarre Adventure durchzukriegen. Kommt drauf an. Meinst du jetzt Anime oder Manga? Außer bitte auf Platin, davon wäre ich ein Fan. An sich fehlt mir ja nicht so viel. Jetzt, wo ich das jetzt so mal realisiere. Ich habe es ja damals halt schon ein bisschen gesuchtet, sag ich mal. 500 Galeriegegenstände, ja, das ist ein bisschen Geld gegrindet. Von einem Schlachtfeldüberraschung getroffen, ja, das kriegt man auch irgendwie hin. Alle Todesstöße ausgeführt, da muss ich mal genau gucken, was damit gemeint ist. Und das sind halt in der Story Achievement-Dinger. Halt gewisse Finisher machen. Also an sich ist es gar nicht so schwer wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich da irgendwann mal Zeit und Bock, das mal zu machen. Aber es ist wahrscheinlich auch eher so eine... Oh ja, hier sind auch noch richtig teure Sachen. Hier sind ja noch mal richtig teure Dinger. 1500 und höher. Uiuiui. Okay, Stimmen kosten nur 50. Man muss nicht alles kaufen, schätze ich mal. Ja, vor allem gibt es ja schon... Alter, allein schon hier gibt es ja... Ne, allein hier gibt es ja schon zig, was weiß ich, wie viel. Ja, also vom Anime gibt es halt einiges. Also gibt es noch bis Part 4. Der Rest ist bislang in Manga. Von daher, man braucht schon seine Zeit. Es ist, ich sag mal, es ist kein One Piece, wo du bei Folge 1 anfängst oder so. Aber es ist auch kein 12-Folgen-Manga, der dann vorbei ist. Stimmt, da Kate-Mod hätte ich auch machen können. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Ja, aber das war JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ein Spiel, was so, glaube ich, kaum einer kennt. BZW kaum einer wirklich interessiert. Aber ich liebe es, weil es ist JoJo. Es ist, ich weiß, es ist, das Spiel ist, ne, aber look at this art style. It looks so fucking